So, hallo. Dieses Tutorial wird wohl eher mehr eine FAQ, also Fragen, die ich oft gestellt bekomme. Und ich hoffe trotzdem, dass es einigen weiterhelfen wird. Ja, fangen wir erstmal damit an, wie ich den Make auf Deutsch bekommen habe. Das ist wohl die öfteste Frage, steht auch schon in meinem Profil. Hier ist ein Link. Den öffnet man und dann kommt ein Video, wie man den Make übersetzt und hier steht auch noch ein Link dazu. Also, das sollte klar sein. Zweites, die Datenbank wird nicht übersetzt bei dem Patch. Dazu habe ich dann diesen zweiten Link hier reingepackt. Dann sieht man schon Standarddatenbank auf Deutsch übersetzt. Und da drin sind folgende Dateien. Actors VA-Data, Animations VA-Data. Ja, das sind halt einfach die übersetzten Sachen für die Datenbank. Und je nachdem, was ihr übersetzen wollt, packt ihr das entweder in den RPGVX-Ordner. Der ist dann wahrscheinlich unter Programme Interbrain RPGVX oder so ähnlich. Und unter System, unter Data gibt es halt genau diese Dateien. Die könnt ihr dann überschreiben. Und dann ist jedes zukünftige Projekt von euch auf Deutsch. Wenn ihr schon ein Projekt habt und ihr wollt das jetzt auf Deutsch haben, dann nehmt ihr einfach den Projektordner, zum Beispiel eigene Dateien, RPGVX Tutorial 2. Und dann gibt es hier auch wieder einen Datenbankordner und dann müsst ihr dieses hier überschreiben, damit eures aktuelles Spiel auf Deutsch ist. Ihr müsst da allerdings aufpassen, weil es wird natürlich die Standarddatenbank importiert. Das heißt, wenn ihr schon irgendwelche Sachen in der Datenbank geändert habt, wird alles wieder auf Standard zurückgesetzt. Da solltet ihr genau drauf aufpassen. Gut. Als nächstes habe ich, dass bei vielen die Schrift zu klein ist. Das hatte ich am Anfang in den ersten paar Tutorials auch, aber mir hat das nie was ausgemacht. Denn man kann die Auflösung verändern unter Eigenschaften. Und ich denke, das kennen die meisten. Hier kann man die Bildschirmauflösung ändern. Wenn man sie ein bisschen verändert, dann passt das meistens wieder mit dem Maker. Oder was natürlich besser ist, ihr könnt euch die MF Gothic Font downloaden. Das ist eine Schriftart, durch den wird der Maker alles ein bisschen enger zusammenrücken, ein bisschen kleiner. Und MF Gothic heißt die. Die könnt ihr googeln und dann downloaden. Und die müsst ihr in den C Windows Fonts Ordner packen, damit der Maker die andere Schriftart annimmt. Und dadurch wird halt alles ein bisschen kleiner, ein bisschen enger zusammen. Das einzige Problem ist, dass ein Slash als Yen-Zeichen dargestellt wird, aber das ist an und für sich kein Problem. Denn es wird als Schrägstrich ausgelesen. Also ist das schon ganz in Ordnung so. So, machen wir weiter. Es gibt viele Leute, die mich immer wieder fragen, wo ich Ressourcen für den Maker herfinde. Natürlich bei Google. Also bei Google findet man jede Menge. Kara, RPG Maker. Und schon findet man tausend Sachen. Das Schöne bei dem RPG Maker VX ist, dass man auch die Karas aus dem 2000 nehmen kann. Das heißt, die kannst du einfach bei dir importieren. Und dazu gibt es auch reichlich Kara Maker, zum Beispiel den hier. Den finde ich sehr schön. Genau, hier kann man nämlich auf Charset klicken. Und ja, hier kann man dann schon den Charakter anfertigen. Die sehen jetzt zwar nicht so VX-mäßig aus, aber man kann sie halt verwenden. Und wenn man halt alle Charaktere in diesem Stil wählt, denke ich, wird das auch nicht weiter auffallen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sich auch für den VX entschieden haben, weil sie gerade nicht diese Pixel-Grafik haben wollen, sondern halt die etwas sanftere Bilder vom VX. Und da kann ich denjenigen dieses hier empfehlen. Das ist auch ein Maker und der ist halt speziell für den VX. Und wie man sieht, ist er auch eigentlich ganz schön. Ist halt ein bisschen weniger Auswahl, das muss man ganz klar sehen. Aber ja, es macht schon Spaß, wenn man so seinen Charakter selbst entwickeln kann und den halt dann wirklich genauso macht, wie man den haben will. Und es ist halt auch einfach wirklich simpel zu bedienen, wie man sieht. Kann man da ruckzuck schnell den passenden Charakter für sich machen. Und anschließend legt man hier auf Speichern und speichert das in seinem Projekt. Oder speichert das irgendwo und holt es dann mit seinem Materialmanager ins Projekt. An und für sich kein Problem. Das ist auch noch die einfachere Variante. Jetzt haben wir jetzt allerdings einen schönen Charakter und brauchen dazu ein Faceset. Ein Faceset haben wir natürlich nicht, ist hier keins dabei.
dann kann ich denjenigen Folgendes empfehlen. Und zwar dies hier. Das ist ein sehr schöner Maker. Ja, den kann man sehr gut für den VX benutzen. Ist halt auch relativ leicht zu bedienen. Man sucht sich einen Mund aus, ein Gesicht, Ohren, Nase, bla 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 bla. Oh, jetzt habe ich auf Reset gemacht. Ja, das war nicht so klug. Gut. Ah ja, da, random. Sehr gut. So, den haben wir jetzt. Was machen wir jetzt damit? Können wir ihn ja jetzt nicht einfach so ins Projekt holen. Das ist bei den meisten Leuten ein Problem. Da kann ich den Leuten nur empfehlen, ausprobieren. Ihr müsst ausprobieren, was am besten klappt, was funktioniert. Welches Format haben denn die Bilder? So, das gucken wir jetzt erstmal nach. Zum Beispiel kann man das nachgucken im Enterbrain-Ordner unter RPGVX. Unter Graphics haben wir ja schon ein vorgefertigtes Faceset oder mehrere. Dann öffnen wir einfach eins von denen. Ich öffne es jetzt mit meinem Lieblingsprogramm GIMP. Jetzt können wir einfach unser aktuelles Bild da rein kopieren und anpassen auf die richtige Größe. Und schon haben wir genau das, was wir haben wollen, nämlich, dass das Bild in unserem Faceset drin ist. Und zwar im richtigen Format. Das heißt, wir müssen quasi nichts mehr daran ändern, wenn wir es einmal drin haben. So, hier haben wir jetzt unser Bild. Die Drucken-Taste drücken, die ist auf der Tastatur. Meistens so über Einfügen oder so in der Nähe. Und hier drücken wir jetzt einfach Steuerung V oder fügen es halt auf andere Weise ein und packen es hier rein. So, sehen wir schon, das ist ziemlich viel zu groß. Aber wir können es zumindest in GIMP, in Paint weiß ich nicht genau, wie man das da macht, skalieren. Und zwar um ungefähr 50% mache ich erstmal, damit man mal sieht, ob das passt. Was hat er denn jetzt? Ja, das passt ja schon ziemlich genau. Allerdings müssen wir da noch ein bisschen was abschneiden. Das macht man am besten hiermit. Ja gut, ich mache mir erstmal eine neue Ebene. Und jetzt füge ich das auf der neuen Ebene ein. Und jetzt lösche ich einfach das Bild im Hintergrund. Springen wir auf diese Ebene. So. Und dann kann ich den hier löschen. Zoomen wir ein bisschen rein. So, das sieht doch schon recht gut aus. Er ist noch nicht ganz korrekt richtig drin, aber das kann man auch verschieben. Da ist auch noch ein bisschen über die Haare drüber. Darum schneiden wir den am besten nochmal aus und verschieben ihn um ein Stückchen. So müsste es, glaube ich, passen. Jetzt speichert man das unter, nämlich nicht unter Actor 1, weil damit würde man ja sein altes überschreiben, sondern unter sein eigenes Projekt und dann halt unter Faces oder man braucht es auch nicht mal hier speichern, man kann es auch irgendwo speichern und dann einfach importieren, das ist auch kein Problem. Speichern, so, und jetzt kann man schon in unserem neuen, in unserem Projekt, meistens, ich glaube, es ist sogar so, dass man es jetzt schon benutzen kann, genau. Hier kann man ihn jetzt einfach benutzen und dann sieht man halt, das Faceset wurde richtig importiert. Hat alles gut geklappt. Ja, und das kann man halt auch mit Charakteren, mit Bildschirmen, mit Bildern machen. Das ist alles kein Problem. So, machen wir weiter. Noch ein bisschen was zum Übersetzen. Und zwar im Kampf gibt es noch viele Sachen, die nicht übersetzt wurden. Die stehen alle hier im Skript-Editor unter dem Vocab, heißt das. Und hier stehen halt diese violetten Sachen. Prozent heißt zum Beispiel, ist halt zum Beispiel der Heldenname oder sowas. Also Prozent S stehen lassen und halt was victorious zum Beispiel ändern in war siegreich. Und den Rest kann man halt hier auch ändern. Speichern, Status, Shop und so weiter. Kann man hier alles schön auf Deutsch ändern. Das ist, das wurde ich auch schon oft gefragt. Und hier ist jetzt die Antwort. Hier kann man es ändern. Ja, was ich noch gefragt wurde, wie man den Titelbildschirm ändert. Es gibt zwei Methoden. Ich zeige erstmal die leichte. Man geht in den Materialmanager. Unter System gibt es hier nämlich ein Titelbild. Das heißt Title. Und man kann einfach ein anderes Bild importieren und nennt es halt vorher Title. Dann wird das alte überschrieben. Und der nimmt dann automatisch das neue Bild als Hintergrundbild. Das ist die einfache Variante. Und jetzt mal ein bisschen wieder in den Skript-Editor, weil viele sich da so gar nicht dran trauen. Und dann gibt es hier unter Scenes ein Scene-Title. Da. Und da drin steht irgendwo Create Title Graphic. Das kann man sich dann übersetzen. Also eine Titelgrafik erstellen. Und wenn man hier jetzt einfach den Namen von einem anderen Bild eingibt, zum Beispiel von in den Battlestart eintragen.
Okay. Und play it. Ja, wir sehen, er hat das, halt das Hintergrundbild auf das geändert, was wir halt als Namen eingegeben haben. Und das wollten wir gerade erreichen. Ja, ich glaube, das waren erstmal alle häufig gestellten Fragen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein FAQ2, wenn mir noch irgendwas einfällt. Und ich denke, das nächste Tutorial wird dann wieder ein ganz normales werden. Ja, ich hoffe, das hat einige häufig gestellte Fragen geklärt. Und bis zum nächsten Mal.